Wir stehen hier vor einem Affinity auf der Basis von MAN. Das sieht man im Reisemobilbereich aktuell gar nicht so oft, aber MAN will da auf jeden Fall mehr rein. Wir sind jetzt auch am Stand von MAN und zwar auf dem Caravansalon in Düsseldorf in Halle 16, um genau zu sein, und stehen vor dem Modell TGE. Und jetzt haben wir uns erklären lassen, also beide Fahrzeuge, die hier nebeneinander stehen, sind TGEs. Unterschiedliche Länge, hier einmal 6,80 Meter und der andere war 6 Meter? Ich glaube 6 Meter. 6 Meter. Ja. So, und diesen 6 Meter, den gibt es mit Hochdach. Hier der Affinity ist ohne Hochdach, aber es ist sozusagen dasselbe Modell. Also quasi vergleichbar mit Audi 8, was genau, was war es? Audi A8 oder und Audi A8 lang. So ist genau. Es. Also um das mal so verständlicher zu demonstrieren. Im Prinzip haben wir hier einfach zwei verschiedene Radstände. Das sieht man hier auch, glaube ich, ganz gut. Genau. Der ist halt ein bisschen kürzer und auf der Seite, ups, sieht man, dass die Räder um einiges weiter auseinander sind. So ist es. Ich finde es schön, dass hier so unterschiedliche Farben auch gewählt wurden, sodass man auch mal sieht, was MAN alles kann. Also hier totschick, also dieser Affinity wirklich totschick, und es ist auch ein Premium-Produkt der Affinity hier. Und dann gibt es ihn aber auch noch, ich sag jetzt mal, in relativ klassisch. Knaus ist hier der Hersteller oder der Ausbauer auf der anderen Seite. Den haben wir auch gezeigt in einem Extra-Video. Beide, wie gesagt, TGE. Genau. Ja, wir haben uns jetzt vor allem hier mal MAN rausgesucht, weil John und ich echt gesagt haben, naja, also wirklich oft sieht man den MAN noch nicht. Hoffentlich wird es bald anders sein, weil die können auch echt einiges bieten, oder? Aber ich muss dazu auch sagen, der sieht verdammt gut aus. Ja. Wir sind dran vorbeigelaufen, ich dachte mir nur so, wow. Ja, muss der ich auch sagen. Richtig schön, einen richtig schönen Kühlergrill. So ist es. Ja, der macht schon was her. Bei dem Affinity hier ist jetzt ein 8-Gang-Automatikgetriebe mit 177 PS. Und die Ausstattung werden wir uns jetzt hier auch gleich von innen mal anschauen. Aber als allererstes wollen wir mal drumherum gehen. So, wir haben eine Truma-Heizung mit drin. Wir haben, es könnte sein, dass es abgeschlossen ist. Ja, ist es auch. Es geht ja hier bei MAN eigentlich hauptsächlich ums Auto erstmal und nicht um den Ausbau, aber natürlich zeigen wir es trotzdem. Wir haben eine Außendusche hier mit dabei. Das geht auf, genau. Oder, nee, ist nicht die außen. Nee, ist der Wassertank. Ja, du hast recht, sorry. Die wäre dann vielleicht an einer anderen Stelle. Genau, es ist hier so ein mattes Design. Oder das matt und glänzend. Sehr schlicht gehalten und es sieht super schick aus, genau. Mit den matten. Der matt schwarz. So, jetzt können wir auch mal direkt von hinten sehen, da ist einiges an Stauraum, aber trotzdem... Hier ist eine Außendusche. Ah, ja, genau. Außendusche, Kassette von der Toilette und auch der liebe Herr hat gerade die Technik gezeigt. Ja, und die... Ah, und die kennen uns auch. Die haben gesagt, German Television. Genau, also die kennen uns schon, die haben uns vielleicht auch schon abonniert. Vielleicht habt ihr es noch nicht gemacht, deswegen möchte ich euch bitte, bitte bitten, uns noch zu abonnieren, uns zu unterstützen, auch mit Kommentaren und Likes, weil es kostet euch keinen Cent und ihr würdet uns super damit helfen. Jan, du wolltest noch was sagen? Nein. Das ist genau richtig, ihr kauft doch keine Waschmaschine. Ja. Ja. Okay, super. Super, wir schauen mal weiter, oder wolltest du noch was Bestimmtes zeigen? Fächer, genau. Technik. Ich habe es gerade schon mal gesehen. Ja, gerne. Also genau, sehr übersichtlich auf jeden Fall. Ja. Falls doch mal irgendwas sein sollte, kommt man da sehr, sehr gut dran. So ist das. Und hier oben denken, haben wir wahrscheinlich nochmal so eine kleine Ablagefläche. Ja. Super. Genau. Ja. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal von der Seite an oder beziehungsweise auch von innen. Wenn wir reinkommen, weil es sind schon wieder relativ viele Leute. Ja. Aber es ist auf jeden Fall sehr edel gemacht, das ganze Design von Affinity. Was haben wir hier? Strom und... Ich glaube sogar nochmal. Und ich weiß es nicht. Auf 12 Volt, ja, und 230 mit Strom. Volt, genau. Das heißt, hier aber wieso hat man jetzt zwei? Kleinen und vor allem auch einen Außenanschluss für eine SAT-Anlage, so wie ich das sehe. Ja. Vielleicht ist das der Strom dafür, ich weiß es nicht. 230 ist eine normale Steckdose, ah. Das ist der Starkstrom. Okay. Jetzt haben wir es. Ja. Sehr schön. Wir schauen mal rein. Der Duo M. Also ich glaube, das ist dann das Modell von Affinity. Ja. Nehme ich mal stark an. Also ein sehr, sehr helles Design. Kurz bevor ich reingehe. Hier ist so ein kleines Fach, das interessiert mich jetzt mal. Ne? Ups, übergangen. Das ist tatsächlich wie so ein... Ich weiß nicht, ob man da auch vielleicht an den Regler einfach rankommen kann. Da ist ein Regler. Ich weiß nicht, wofür der ist, aber... Das ist halt immer der Nachteil, wenn man niemanden vom, genau. vom Ausbau hat. Der arme Herr. Ja,
Dann Sie dürfen du, gerne. Kannst du ohne mich drehen. Sie dürfen auch gerne drumbleiben. Hier habe ich auch nichts dagegen. Mach mal, sagt er. Okay. Ja, das haben wir auch gerade gesehen. Weißt du das vielleicht? Das sieht aus, als wäre da ein Regler. Nee, da ist bloß eine Absperrung fürs Wasser. Ach, das ist die Absperrung fürs Wasser. Siehst du? Da wusstest du schon mehr als wir. Würde ich jetzt mal Abwasser, irgendwas Wasser. Ja, das könnte gut sein, ja. Gut sein. Macht schon Sinn. Ja. Dankeschön. Danke. So, also hier haben wir mal was ganz anderes, oder? Das ist so extrem modern, aber auch minimalistisch gehalten. Ja. Mit einem richtig, einfach nur schick, ne? Ja, einfach nur schick. Ja. Das trifft's echt ganz gut. Wir haben hier einen Riesengang. Also, das ist echt Hammer. Ich würde sagen, so viele Verstaumöglichkeiten finden wir normalerweise in so einem kleinen Fahrzeug nicht. Ich glaube, wir machen jetzt nicht alles auf, weil ich glaube, sonst wären wir gar nicht mehr fertig, okay, oder? Okay, also hier ein Kleiderschrank, also da machen wir schon alle auf, ja, oder? Ja, okay. Wir sind im Television, wir öffnen alle Schränke. Weißt du, am Ende sagt noch einer, den einen Schrank habt ihr nicht geöffnet. Ich hätte schon gerne gewusst, was da drin ist. Oh, noch eine Kleiderschranke. So sieht's aus. Kann man aber auch ziemlich lange Sachen da unten drunter, guck mal, was ist da? Muss man da reingucken. Ja, warte mal. So. Das ist so ein Geheimfach, oder? Was haben wir hier? Da sind die Drogen versteckt, nee. Batterien. Könnte man die Drogen verstecken, ja. Ist gut. Oder als, wie sagt man, für die Bandsachen? Ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr? Okay. Genau, hier ist noch ein kleines Fach. Hier oben auch Fächer, hier hinten, ja. Das habe ich immer noch aufgemacht. Aber wir haben das da vorne noch nicht gezeigt. Oder? Ich finde es gut, dass man immer noch so ein kleines Fach oben drüber hat. Mhm. Welches haben wir vorne nicht gezeigt? Oder hast du die gezeigt? Nee. Wenn schon, wenn schon. Ja, genau, wenn schon, wenn schon. Da ist alles im Prinzip das Gleiche, genau. Aber wirklich viele Verstaumöglichkeiten. So, wir blockieren hier alles, die Leute wollen rein. Wir beeilen uns. Wir zeigen die Leute jetzt natürlich nicht, aber es steht mindestens 5 Menschen, die jetzt hier in dieses Fahrzeug rein wollen. Weil wir so rumtrödeln. So, Jeanne, dreh dich doch gerade mal um, bevor wir das Bad zeigen. Und noch mehr Schubladen. Nee. Nee, wahrscheinlich der Rest, genau. Da ist Gas, das kann man hier aufdrehen. Okay. Und das sind wahrscheinlich Schubladen. Ja, jetzt haben wir Schubladen. Ein bisschen warum? Schleichwerbung für Affinity. Naja, was ist denn Schleichwerbung? Wir sind ja im Affinity. Wow. Wow. Das ist eine große Schublade. Ne? Ja, das ist immer so cool, wenn wir unsere Reaktion so, wow. Und noch eine Schublade und ein Dometic Kühlschrank. Wir wissen natürlich jetzt wieder nicht, ob Kompressor oder... Das ist aber auch relativ schwer zu sehen. Genau. Wenn man nicht gerade Sven Herzog heißt, dann weiß man das leider nicht immer. Was ich hier sehr schön finde, man kann das halt sehr gut reinigen, weil das ineinander übergreift. Genau, das heißt, alles, was das Wasser läuft, im Prinzip gleich in die Spüle. So ist es. Wir haben indirekte Beleuchtung hier mit drin. Wir haben hier oben nochmal Staufächer. Ich mache hier mal parallel. Also ich finde an Staufächern, ach, ein Fernseher haben wir auch. Den kann man vielleicht rausziehen, ansonsten wüsste ich nicht, von wo man gucken kann. Genau. Ja. Okay. Ich will es nicht kaputt machen. Ah, ja, okay. Also genau, man kann dann wahrscheinlich hier von beiden Seiten. Ja, wahrscheinlich sogar aus dem Bett gucken. Das könnte sein. Ich glaube, das Bett ist auch noch verlängerbar. Ich könnte mir vorstellen, dass man das dann über den Gang hinaus machen kann. Das kann gut sein. Das werden wir gleich mal ausprobieren. Weil da noch ein Teil mit dabei ist. Ja, genau. Hier ist das. Das deutet darauf hin, dass man das ausziehen kann. Du machst das jetzt mal. Ja, ich mach das. Ich nehme das Mikrofon. Also Simone, versucht jetzt das Bett auszufahren. Der Herr möchte schon helfen. Nö. Nee. Will er will einfach mal gucken, wie es geht. Ja, das sieht gut aus, okay. Okay. Und jetzt? Nee. Also wir haben auf jeden Fall hoch geht's auf krass jeden Fall auch. Viel Stauraum noch unten drunter. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so erwartet. Nee, ich auch nicht. Aber hoch raus krieg ich's immer noch nicht. Ah, doch, doch. Aha. Haha. Okay. Ach, so, cool. Dann, das ist sogar verbunden, die Matratze. Und das heißt, du kannst dann hier einfach so oder so ähnlich. Also, das ist man kann sich vorstellen. Ein großes Bett, würde ich sagen. Aber man hat immer noch genug Raum, um immer noch ins man Bad kommt zu kommen. Vorbei. Genau. Das finde ich nämlich schon wichtig. Also, dass es nicht bis ganz hintergeht. Weißt du, es macht Sinn, dass sie hinten die Tür mit so einem Stoff bezogen haben, weil dann ist es ein bisschen gemütlicher an der Kopfseite. Das ist richtig gut durchdacht, finde ich auch. Weil, wenn das jetzt nur Holz wäre, dann wäre es schon ein bisschen kühl. Ne? Ja. Ich nehme dir das Mikro wieder ab und wir schauen uns das Bad nochmal an. Und hier sieht man auch, ich komme seitlich noch super gut durch. Nur so nebenbei. Hast du sowas schon mal gesehen? Ich weiß es nicht. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ich weiß es nicht. Ich will nochmal kurz zu dem Hersteller gehen. Ja. Das habe ich noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, in welcher Halle der ist. Habe ihn noch nicht gesehen. So, Bad.
So, Hustanfall. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie viel in ein Fahrzeug reinpasst. Ich versuche jetzt mal zu überbrücken, dass sie einen Hustanfall hat. Ja. Genau, also nach 6 Tagen Messe ist so langsam die Stimme echt vorbei. Ja, so ist es. Ist mir aber noch gar nicht passiert, fällt mir gerade so ein. Naja, jetzt haben wir, irgendwann ist immer das erste Mal so, hier haben wir auch nochmal Stauraum. Und was mir direkt jetzt aufgefallen ist, der Spiegel ist so schräg. Ja. Das heißt, wenn ich hier in der Dusche stehe, sehe ich mich eigentlich fast ganz. Interessant, oder? Ja, irgendwie schon. Und wenn ich hier vorne stehe, sehe ich mich auch auf jeden Fall sehr gut. Aber da ist nichts dahinter, ne? Nee, der ist so. Der ist so. So, hier ist noch ein Stauraum. Hier geht es ein bisschen runter, genau. Steckdosen, Handtuchhalter. Ja. Also ich muss sagen, die haben sich da einiges einfallen lassen, um auch den restlichen Platz auszunutzen. Ja, und dieser lange Gang ist echt Wahnsinn. Also wir sind auf, ich glaube, 6,80 Meter. War das richtig, Jeanne? Ja. Okay. Wir haben es gezeigt. Wir gehen nochmal raus und zeigen das ganze Fahrzeug. Und lassen die Leute wieder rein. Die haben sich aber jetzt schon alle wieder verkrochen, weil es denen zu lange gedauert hat. So, wir haben hier oben auch noch 2 Hekis, haben wir ganz vergessen. Ne, 3 sogar. Sieht man jetzt, weil es aufgestellt ist. Ja, stimmt, schön. Eigentlich ziemlich viel. Ich zeig's nochmal gerade von hier. Und vor allem auch einen, ich weiß nicht, ob es ein Max-Fan ist. Ein Ventilator. Ein Ventilator. Gut. Vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis bald.